Hallo und herzlich willkommen. Die Belarus-Krise spitzt sich zu. Am vergangenen Wochenende sind Zehntausende Menschen in der belarussischen Hauptstadt Minsk auf die Straße gegangen. Sie werfen der Regierung vor, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl gefälscht zu haben und fordern den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko. Und was hat das Ganze mit China zu tun? Wie steht China eigentlich zu dem autoritären Staatschef? Mehr dazu im heutigen Video. Den chinesischen Staatschef und Parteisekretär Xi Jinping und den autoritären Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, verbindet nach ihren eigenen Worten eine eiserne Bruderschaft. Diese besondere enge Freundschaft hat Xi zum Ausdruck gebracht, als er Lukaschenko blitzschnell zu seinem angeblichen Wahlsieg vor 3 Wochen gratulierte. Und das sogar noch vor Russlands Präsidenten Putin. Doch persönliche Freundschaft allein weiß wohl nicht, weshalb Xi Jinping Lukaschenko die Unterstützung Chinas als einer der ersten ausgesprochen hatte. Vielmehr liegt es an der geopolitischen Bedeutung von Belarus, auf die Peking keineswegs verzichten möchte. Außerdem gelten beide Länder, China und Belarus, als Diktaturen. Lukaschenko wird oft als letzter Diktator Europas bezeichnet. In diesem Sinne sind China und Belarus politische Verbündete. Das konnte man zum Beispiel auf der 44. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats im Juli erkennen. Belarus hielt im Auftrag von 46 Ländern eine Rede. Darin lobt es Pekings brutales Vorgehen im chinesischen uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang als eine sogenannte Errungenschaft bei den Menschenrechten. Die Beziehungen zwischen China und Belarus sind eng. Im Jahr 2013 haben die beiden Länder eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen. China arbeitet auch militärisch-technisch mit Belarus zusammen. Laut einem Bericht des Defense Blog sind neulich Langstreckenraketensysteme und Panzer nahe der litauischen Grenze gesichtet worden. Chinesische Medien berichten ganz stolz darüber, dass das Mehrfachraketensystem Polonez chinesisches Blut in sich trägt. Denn dieses Raketensystem ist durch die Zusammenarbeit mit China entstanden. Polonez basiert auf dem aktuellen chinesischen Artillerieraketensystem A-200. Und dann ist da noch die Beziehung zwischen Belarus und Russland, die allerdings nicht immer einfach ist. Zwischen Putin und Lukaschenko herrscht eine Art Hassfreundschaft. Denn die einstmal sogenannte Brüderlichkeit beider Länder hat sich zu einer biederen Partnerschaft entwickelt, die geopolitisch und durch Kredite belastet ist. Das mag ein weiterer Grund sein, warum Lukaschenko Chinas Unterstützung braucht und China als besten Freund bezeichnet. China wiederum sieht Belarus als einen wichtigen Stützpunkt an der neuen Seitenstraße. Belarus war als eines der ersten Länder beigetreten und China hat dort das größte Projekt im Rahmen der neuen Seitenstraßeninitiative gebaut. Einen gigantischen Industriepark, 25 Kilometer von der belarussischen Hauptstadt Minsk entfernt. Lukaschenko gab diesem Industriepark den Namen »Der große Stein«. Er sollte das feste Fundament der Beziehungen zwischen Belarus und China symbolisieren. Der große Stein-Industriepark ist riesig. Das Gelände hat eine gesamte Fläche von 91,5 Quadratkilometern. Das ist 4-mal so groß wie der Frankfurter Flughafen. Die Hauptstadt Minsk hat eine Gesamtfläche von 300 Quadratkilometern. Allein der Bau dieses Industrieparks hat 2 Milliarden Dollar gekostet. Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnet den großen Steinpark als eine Perle an der neuen Seidenstraße, denn er sollte das Eingangstor zur Eurasischen Wirtschaftsunion bilden, einer Wirtschaftsunion, die von Russland geführt wird. Und gleichzeitig soll er ein wichtiges Logistikzentrum für den Handel mit der EU werden. Etwa 80% aller Züge zwischen China und der Europäischen Union fahren über die GUS-Staaten. Belarus ist hier ein wichtiger Knotenpunkt. Peking braucht Belarus auf seiner Seite. Wie in den meisten Ländern, die der neuen Seidenstraße-Initiative beigetreten sind, tritt China als Kreditgeber in Belarus auf.
Ende letzten Jahres benötigt Belarus dringend Geld, um ein fälliges Darlehen an Russland zurückzuzahlen. Die Verhandlungen zwischen Moskau und Minsk endeten jedoch ohne Einigung. China trat wieder als großer Geldgeber auf und gab Belarus ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Dollar. Doch nun macht sich Peking Sorgen um die Stabilität von Belarus. Sollte Lukaschenko gestürzt werden, könnte chinesische Investitionen verloren gehen. Die Perle an der neuen Seidenstraße könnte sich jeden Moment in eine Zeitbombe verwandeln. Allein aus diesem Grund wird Peking versuchen, Lukaschenko weiterhin zu unterstützen. Zudem fürchtet sich die kommunistische Führung Chinas angesichts der Massendemonstrationen in Minsk vor einem Belarus-Domino-Effekt. Die Bilder von den Festnahmen der Demonstranten in Minsk erinnern an die Freiheitsdemonstrationen in Hongkong. Pekings Führung ist es bis heute nicht gelungen, die Freiheitsbewegung komplett niederzuschlagen. Also, so viel erstmal für heute. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt dem Video ein Like, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.